Herzlich willkommen zum Vortrag Barrierefreies Linux von Lars Stetten und Sebastian Andres. Wie ihr schon wisst, ich bin der Sebastian und vielleicht kurz zu meiner Person. Ich studiere hier Informatik an der FU in Berlin im ersten Semester. Wie ist der Vortrag gestaltet? Der ist in zwei Teile gestaltet. Am Anfang werde ich was erzählen, wie blinde Menschen mit Computer arbeiten, besonders mit Linux. Und der Lars wird was erzählen, wie sehbehinderte Menschen mit dem Computer arbeiten, was es da für Möglichkeiten gibt, Vergrößerung und so weiter. Ja, als erstes gebe ich mal einen kurzen Einblick, wie blinde und sehbehinderte Menschen mit dem Computer arbeiten. Danach geht es kurz zum Thema Entstehungsgeschichte, also wie hat sich das Ganze entwickelt. Anschließend werde ich erläutern, wie ein Screenreader überhaupt funktioniert, beziehungsweise was das überhaupt ist. Der eine oder andere weiß das vielleicht gar nicht so richtig. Und dann kommen wir noch zum Thema Ausblick. Also was wird in Zukunft passieren, wie geht es weiter? Ja, wie arbeiten blinde und sehbehinderte Menschen mit dem Computer? Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es die sogenannte Braille-Zeile, die ich auch hier vorne habe, die können Sie sich nachher mal angucken, um mal genau zu sehen, was das ist, wie das funktioniert. Das ist eine Zeile, da wird in Blindenschrift oder auch Punktschrift genannt, immer eine Zeile vom Computer dargestellt mit 40 Zeichen. Also die ist 40 Zeichen breit und wenn man dann gibt es, ich glaube andere sagen, man müsste dann scrollen, also man scrollt dann nach rechts, links, oben oder unten mit verschiedenen Funktionstasten und kann damit sich dann über den Bildschirm bewegen und dann verschiedene Sachen auslesen. Eine andere Alternative ist eine Sprachausgabe. Die wird der Lars gleich nochmal vorstellen. Da werdet ihr nochmal hören, wie sich sowas auch anhört. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einmal Hardware und einmal Software gesteuert. Früher hat man mehr Hardware-Sprachausgaben verwendet. Die wurden dann über eine serielle Schnittstelle an einen Computer angeschlossen und dann, das war so ein kleines Kästchen und da waren dann entsprechende Sprachdatenbanken und so drin und dann wurde die Sache einfach an die serielle Schnittstelle geschickt, was gesprochen werden sollte und das wurde dann vorgelesen. Die Softwaresprache ist etwas anders, da wird die Sprachaufbereitung softwaretechnisch geregelt und die Ausgabe passiert dann einfach über die Soundkarte und über die normalen Lautsprecherboxen am PC. Ja, und dann gibt es noch zum Thema, um das komplett zu machen, Vergrößerung für Sehbehinderte. Aber wie gesagt, da wird der Lars nochmal nachher ausführlich drauf eingehen. Ich denke, nur am Rande jetzt zur Vollständigkeit halber, damit man weiß, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, Entstehungsgeschichte. Wie ist das entstanden? Wie fing das alles überhaupt an? Vielleicht kurz so viel. Braillezeilen waren eigentlich eher in Europa beliebt. Das war auch aus Kostengründen so, weil eine Braillezeilung in der Herstellung zwischen, je nachdem, ob man 40 Zeichen pro Zeile nimmt oder 80 Zeichen, zwischen 6.000 und 12.000 Euro kostet, um mal so eine Preisvorstellung zu bekommen. Und in Deutschland ist es so, oder eigentlich in Europa, dass dafür eigentlich die Krankenkassen zuständig sind. Die unterstützen die Finanzierung und ja, die helfen dort und da kann man das finanzieren und sonst könnten sich das sehr wenige leisten und wäre nicht bezahlbar. Nun, wir wissen alle, in den USA ist das ein bisschen anders geregelt mit den Sozialsystemen und da gibt es keine Krankenkasse oder solche Institutionen, die für so etwas zuständig sind. Und Sprachausgaben sind in der Entwicklung halt wesentlich billiger, weil die Sprachdatenbank wird einmal entwickelt und wenn man eine Software-Sprachausgabe verwendet, fallen dann gar keine weiteren Kosten mehr an und bei einer Hardware-Sprachausgabe musst du lediglich dann die Hardware, einfache Chips und so weiter hergestellt werden. Das ist bei Weitem nicht so teuer wie eine Braillezeile. Ja, gehen wir nochmal auf Braillezeilen ein. Es gibt dort auch sogenannte Hardware- und Software-Braillezeilen. Die Hardware-Braillezeile wurde dann früher, das ist heute nicht mehr aktuell, über eine ISA-Karte, die eingebaut wurde, an den Rechner angeschlossen.
und dadurch, da brauchte man keine Software, denn die Etherkarte hat die ganzen Daten direkt abgegriffen und 1:1 übertragen. Das Problem ist halt, kann man sich ja schnell vorstellen, sobald es grafisch wird, siehe KDE oder unter Umständen Windows, ist das nicht mehr möglich, weil man flächig nichts darstellen kann. Zu DOS-Zeiten war das noch gut und funktionierte sehr gut, aber wenn es grafisch wird, funktioniert es nicht. Ein Vorteil gab es jedoch, man konnte die BIOS-Meldungen mitlesen. Das heißt, ich konnte auch als Blinder meine eigenen BIOS-Meldungen einstellen, konnte Festplatten erkennen lassen, sonstige Dinge, das jetzt so nicht mehr möglich ist. Denn die Software-Prellzeilen, die werden über serielle Schnittstelle, USB oder Bluetooth, je nachdem, werden die angeschlossen und da muss immer eine Software geladen werden, die entsprechende Daten an die Prellzeile schickt, damit die weiß, was dargestellt werden soll. Das ist dann der sogenannte Screenreader. Ja, vielleicht kurz, wie überhaupt Blinde dazu gekommen sind, Linux zu benutzen, denn früher gab es keinen Screenreader für Linux. Es wurde angefangen, die Screenreader für DOS zu entwickeln und da hat man dann einen Linux-Rechner hingestellt, hat den von jemandem installieren lassen und über Netzwerk per SSH halt darauf zugegriffen, um die Vorteile von Linux nutzen zu können. Aber das vielleicht nur am Rande, nur dass man mal weiß, was unter Umständen früher für einen Aufwand gemacht wurde, um solche Dinge einfach zu lesen und ja. Unter Linux wurde dann als erstes Braille TTY entwickelt, das ist wohl auch somit der bekannteste Screenreader, der in der Textkonsole läuft. Mir vielleicht kurz so viel, bis jetzt ist die Arbeit nur in der Textkonsole möglich. Außer GNU-Pernicus, aber da kommen wir später nochmal zu. Zumindest mit Braillezeile ist das nur im Textmodus möglich. An Sprachausgaben gibt es dann noch Brass, beziehungsweise integriert dort mit Festival. Brass ist eher der Screenreader, Braille and Speech Server. Festival und Embrolla sind entsprechende Sprachausgaben. Festival ist auch sehr bekannt. Dazu gibt es leider nur englische Sprachdatenbanken im Augenblick. Aber wo wir nachher noch mal kurz zu kommen werden, wahrscheinlich von unserem Lin-Access-Team, wir haben im Moment, wir sind dabei oder möchten eine deutsche Sprachdatenbank entwerfen. Das ist natürlich ein sehr aufwendiges Projekt ist. Ja, Funktionsweise eines Screenreaders. Wie funktioniert das überhaupt? Zuerst muss ein Screenreader den Bildschirminhalt auslesen und dann entsprechend verarbeiten, also Textaufbereitung, unter Umständen Leerzeilen rauskürzen, Grafiken ausblenden, alles das, was nicht dargestellt werden kann, was nicht sinnvoll ist, muss ausgeblendet und bearbeitet werden. Und danach folgt die entsprechende Ausgabe, je nachdem, entweder an die Braillezeile oder an die Sprachausgabe oder halt an beides. Das ist so eigentlich das Standardverfahren dazu. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, was ein sehr problematischer Punkt ist. Es geht um verschiedene Cursor-Typen. Ich werde es erstmal kurz erklären und dann werde ich es am Beispiel zeigen, denn dann wird es, denke ich, deutlich. Es gibt den sogenannten Soft- und Hard-Cursor oder Hard-Cursor auch System-Cursor genannt. Das ist der normale Cursor, den man bei Linux in der Kommandozeile in der Konsole sieht. Es gibt aber auch den sogenannten Soft-Cursor, der dargestellt wird durch verschiedene, durch Farbumrahmungen. Und das werde ich vielleicht einfach mal zeigen, dann wird das, glaube ich, deutlich. Und zwar der Midnight Commander, der verwendet einen solchen Cursor-Typ. Vielleicht wird es dem einen oder anderen jetzt deutlich, wenn man dann was bewegt, die Cursor-Tasten bewegt, bewegt sich der Soft-Cursor und nicht der Hard-Cursor, der bleibt nämlich stehen. Die Schwierigkeit ist, dass der Soft-Cursor sich nicht so einfach verfolgen lässt, weil der Screenreader muss mitgeteilt bekommen, auf welche Farben er zu achten hat. Weil er muss auf Farbänderungen am Bildschirm achten und nicht auf die entsprechende Verfolgung des Hard-Cursors, weil der sich ja nicht bewegt. Und das ist ein Problem, dass der Soft-Cursor, wie gesagt, auch unter Umständen unterschiedliche Farbschemas hat.
und deswegen ist die Verwendung des Systemcursors besser, weil der sich von vornherein verfolgen lässt, ohne Schwierigkeiten. Ja, ich weiß nicht, bewegt sich hier was? Das geht nämlich schon los, dass ich das gar nicht richtig verfolgen kann. Ich hoffe, es funktioniert. Es geht, oder? Ja, ich denke. Naja. Das noch zu der Cursor-Problematik. Kommen wir jetzt kurz zu einem sehr interessanten Thema, jetzt unter Ausblick, Knopernikus. Das ist eine Entwicklung von der Firma Baum und Sun. Und dieser Screenreader hat sowohl eine Vergrößerung mit drin, als auch die Möglichkeit, die aufbereiteten Textdaten an eine Braillezeile bzw. Sprachausgabe zu senden. Knopernikus basiert zurzeit auf GNOME bzw. KDE. Im Moment wird es auf GNOME zugeschnitten, meines Wissens, aber man möchte versuchen, auf KDE umzusteigen. Das hat mit den verschiedenen Accessibility-Schnittstellen und so weiter zu tun, die hier eine wesentliche Rolle spielen. Unter Windows Vista, kurz am Rande vielleicht, dass die Zukunft sein wird, ist das mit der Accessibility gar nicht mehr so einfach, weil dort werden entsprechende Accessibility-Schnittstellen eingebaut und der Screenreader muss an diesen erfassen, was rauskommt sozusagen, und muss diese Daten aufbereiten und umsetzen. Das ist bei Knopernikus, das greift auf den X-Server zu und greift die Daten direkt am X-Server ab und bereitet sie dann auf. Und deswegen gibt es verschiedene Schnittstellen im GNOME und wenn die Programmierer sich an diese Schnittstellen halten und diese integrieren in ihre Anwendungen, dann hat der Screenreader auch die Möglichkeit, die Daten dort abzugreifen. Bisher ist das bei Windows und den Screenreadern ein wenig anders. Die installieren eine virtuelle Grafikkarte und müssen alle Daten aufbereiten, weil dort gibt es im Augenblick keinen solchen Standard. Ja, das soweit vielleicht erstmal jetzt hierzu, zu diesem Teil. Vielleicht ein wenig, wenn es noch Fragen gibt jetzt, der Lars wird gleich was zu dem Thema Vergrößerung sagen und vielleicht gibt es die eine oder andere Frage, die ich jetzt einfach gerade beantworten kann, während wir gerade den Beamer umstöpseln müssen. Das würde vielleicht, ja, gute Gelegenheit. Einfach rein sprechen. Also das ist unterschiedlich, ist je nachdem, natürlich in Englisch ist es am ehesten verfügbar, das ist jetzt die Festival und auch von der Emprola gibt es englische Sprachdatenbanken und auf Deutsch ist jetzt meines Wissens nur die Emprola verfügbar und das Problem ist halt bei der Emprola, dass sie unter einer Non-Commercial-Lizenz steht und keine GPL ist, deswegen kann man die nicht einfach weiterverwenden, in eine Knoppix einbauen oder sonstiges machen. Es gibt wohl auch französische Sprachdatenbanken, aber da bin ich nicht so ganz informiert drüber. Okay, gut. Die Emprola läuft aber grundsätzlich? Grundsätzlich ja. Wir werden auch gleich nochmal ein Hörbeispiel hören, wie sich die Emprola anhört. Viele werden das sehr gewöhnungsbedürftig finden, aber es ist halt besser als gar nichts. Es läuft und es läuft eigentlich relativ gut. Das Problem dort ist halt nur die Lizenz. Ja, ist unter der Kommandozeile kein Problem. Also ich nehme oft dann Links oder E-Links. Gut, ist jetzt Geschmackssache mit Links, ist nicht so mein Geschmack, aber prinzipiell laufen die Programme, die unter der Konsole laufen, weitgehend auch alle mit dem Screenreader. Also Internet surfen, kein Problem, E-Mail auch nicht. Da gibt es ja verschiedene MUD und naja gut, was man halt, jeder hat seine Vorzüge. Na gut, das ist jetzt ein Thema für sich, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man das so aus dem Stand raus, glaube ich, nicht beantworten kann.
Ich sage jetzt einfach mal so viel, wenn die Webseiten mit Links gut funktionieren, keine Probleme gibt, dann würde ich sagen, jetzt spontan sind sie auch zumindest prinzipiell erstmal erfassbar. Vielleicht so viel. Ansonsten, das wäre ein eigenes Thema, das ist sehr, ja, sehr kompliziert eigentlich. Also es ist jetzt sehr viele Informationen, auf die man dann zurückgreifen kann, geht dann um Listen, Tabellen, Navigation, gibt halt in jedem Bereich verschiedene Kriterien. Ja, noch Fragen? Oder? Bitte nochmal? Ja, weil die Brell-Module, die einzelnen, also ein Brell-Modul besteht ja aus 8 Punkten, also ein 8-Punkte-Feld, und aus diesen 8 Punkten entstehen halt Buchstaben und Zeichen. Und dieses Modul kostet ein Modul, ich glaube, so um die 40 bis 50 Euro in der Herstellung, weil die in der Herstellung sehr, sehr teuer sind, weil die funktionieren mit Starkstrom oder so, glaube ich, also mit sehr hohen Spannungen, und damit die Module, auch wenn die Punkte rauskommen sozusagen, sie auch weiterhin oben bleiben, wenn man mit dem Finger drüber fährt, dass sie nicht einbrechen, sonst würde man ja nichts mehr lesen können. Das erscheint sehr teure Produktion zu sein. Ihr könnt nachher auch mal eine Brellzeile hier vorne angucken, ich habe sie dabei, da kann man einfach mal gucken, wie so ein Teil aussieht, vielleicht auch einfach mal, wie das funktioniert, was da passiert, wenn man da mal ein paar Tasten drückt oder so, das ist kein Problem. Test. Brellzeilen piezoelektronisch angesteuert und durch eine hohe Spannung, die angelegt wird, ja, wie gesagt, die neueren lassen sich auch USB-technisch anschließen oder auch über Bluetooth ankoppeln. Aber prinzipiell ist es richtig, ich habe jetzt bei meinem neuen Notebook, muss ich mich mit einem USB-Seriell-Konverter behelfen. Das ist dann, aber es funktioniert prinzipiell. Na, eher Windows benutzt er, weil die Produkte unter Windows ausgereifter sind wie unter Linux. Das muss man leider so sagen. Und das Problem ist, also wo ich ein bisschen skeptisch bin, so ein Screenreader unter Windows kostet halt 1500 Euro und unter Linux, das SUSE Linux SPL ist halt GPL, das kann ich mir einfach runterladen. Aber die meisten Anwendungen, eben weil die grafische Oberfläche mir ja noch zurzeit verschlossen bleibt, ist halt mit OpenOffice und so, das ist halt nicht zu benutzen. Und wenn man dann, es ist vielleicht, man will nicht gerade einen Einkaufszettel in LaTeX schreiben. Ich denke, Lars, bist du soweit, oder? Gib mir noch 10 Sekunden. 10 Sekunden noch, dann will er weitermachen. Gut, dann vielleicht gibt es noch eine Frage oder so, dann... Ja, es gibt einen Braille-Drucker, die sind halt, sind so ungefähr so groß wie ein Nachttisch ungefähr, um so mal ein Verhältnis zu bekommen. Die sind auch sehr teuer, weil die Herstellung sehr teuer ist. Und er ist, da hören wir ja schon was. Und unter Linux ist es halt so, dass dort auch die Entwicklung der Software, die entsprechend das Schriftbild an den Drucker schickt, noch sehr schleppend vorangeht. Ich habe jetzt mit einem Entwickler, bin ich im Moment im E-Mail-Kontakt, der dort was programmiert hat, aber das funktioniert noch nicht richtig. Also das sieht im Moment noch schlecht aus. Unter Windows ist das alles sehr ausgereifter. Es wird von unten gestochen. Es wird von unten mit spitzen Nadeln in das Papier gestochen und dadurch werden die Punkte dargestellt. Das Papier ist auch ein bisschen dicker
ungefähr so, als würde man so 2 bis 3 normale Blätter aufeinanderlegen. So dick ist etwa ein Punktschriftpapier, damit Altes nicht gleich zerreißt und die Punkte entsprechend auch erkennbar sind. So, die Technik ist gelöst. Zumindest das Problem war hier, ich sehe jetzt leider auf meinem Monitor gar nichts. Das wäre suboptimal, würde ich mal sagen. Aber da mehr oder weniger alles vorgelesen wird, auch zum sozusagen als Demonstration, denke ich, werden wir das mit den Folien durchkriegen. Ihr könnt ja was sehen, insofern ist das Wichtigste. Gut, ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Lars Stetten, wie Sebastian schon gesagt hat. Ich studiere an der Fachhochschule Gießen, Friedberg und im Hauptstudium und werde den Sehbehinderten-Part übernehmen unseres Vortrags. Sehbehindert heißt sozusagen jemand, der noch einen kleinen Sehrest hat und aber am Computer auf Vergrößerung, Software oder zumindest vergrößerte Einstellungen angewiesen ist. Dazu habe ich hier ein KDE gestartet mit vergrößerten Einstellungen und kontrastreichen Farben und so weiter. Die Maus habe ich leider mit der Distribution nicht wirklich groß gekriegt, aber optimal könnte man sich halt vorstellen, noch einen vergrößerten Mauszeiger. Ich werde die Folien, wie ich gerade schon gesagt hatte, vorlesen lassen. Dazu habe ich mit dem KTTS, was für KDE Text-to-Speech Server steht, bietet ein Plugin für verschiedene KDE-Programme, unter anderem Conqueror, um Seiten vorlesen zu lassen. Das ist recht primitiv gelöst technisch, letztendlich nur ein Stream, der durch die Sprachausgabe gepiped wird und die Sachen vorliest. Das merkt man daran, dass er nicht wirklich die Zeilenenden berücksichtigt und man merkt, dass es nicht vorher aufbereitet wurde, die Texte, aber man kann es, denke ich, ganz gut verstehen. Die Sprachausgabe, die hier verwendet wird, heißt MBRola, ist eine der wenigen deutschen Sprachausgaben für Linux. Neben MBRola gibt es eigentlich nur auf dem kommerziellen Sektor noch was. Jetzt seit neuestem hat IBM wieder seine VIA-Voice-Sprachausgabe wieder zur Verfügung gestellt für Linux, sodass sie auch einsetzbar ist. Ist aber, wie gesagt, kommerziell und war ursprünglich auch gar nicht für als Einzellizenz erwerbbar. Da hat sich eine auch Sehbehinderte von den Free Standards Group Accessibility aus Amerika einen Haufen Lizenzen gekauft und verkauft jetzt einzeln weiter. Also ein Riesenpack, ich weiß gar nicht, 500 Stück oder so. Sodass jeder, die jetzt auch irgendwie für Einzellizenzen für 50 € oder glaube ich, oder $50 dann erwerben kann. Wie Sebastian schon meinte, sind wir daran, vom LinAccess-Team dabei eine deutsche Sprachausgabe zu entwickeln oder sagen wir mal, wir sind in der Projektphase gerade zu konsolidieren, was dafür zu tun ist und suchen natürlich auch immer gerne Leute, die uns helfen dabei. Allgemein, ich werde kurz darauf eingehen, unser LinAccess-Projekt, was dahinter steckt, 2, 3 Sätze nur dazu gesagt, sind eine größere Zahl von Anwendern, Entwicklern, viele Sehbehinderte, Blinde, aber auch durchaus bekannte Namen wie Klaus Knopper, die uns helfen, die Accessibility unter Linux zu verbessern. Und unser Ziel für nächstes Jahr ist, eine Knoppix zu remastern, die alle wichtigen Grundfunktionen erstmal dabei hat. Was Sprachausgabe angeht, was Breitzeitunterstützung angeht, zurzeit ist BrightTTY dabei. Ein bisschen schönere Lösung ist die von SUSE Blinux. Und auch halt in späterer Zukunft KDE und so weiter, wie es hier zu sehen ist, in vergrößerter Form, was ein größeres Projekt sein wird. Und ich werde jetzt immer hier als erstes mal den KTTS mit der MBRola mal vorlesen lassen.
Alonso und den Sebern hat er nicht weiter Windows einsetzen, die mit ausgereichten Programme für Windows Vorhaben Sozialträger übernehmen und Kosten für private Bereiche Studium und Beruf zukünftig werden Förderungen abnehmen, verhindern abhängig von Willkür der Politik und Vorgaben der Rente nur Erstausstattung durch bezahlte Programme sehr teuer. Ja, also worauf ich hier eingehen will, ist oftmals, wenn ich mit anderen Sehbehinderten spreche, dann fragen sie mich, ja, wofür ist Linux eigentlich gut? Ich habe ja alles unter Windows und Linux ist ja noch nicht so ausgereift, was Accessibility angeht. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Da ist halt die Hemmschwelle noch größer als bei jedem anderen. Man kann natürlich Sebastian schon sagte, über SSH oder über andere Remote-X-Server-Lösungen und so weiter mit Linux arbeiten, aber letztendlich ist man halt immer noch auf andere Systeme angewiesen. Was ich dann halt sage, ist halt, dass die gute Ausstattung, die viele haben unter Windows, die Vergrößerungsprogramme, ist in der Zukunft nicht gesichert und ist auch zurzeit, haben wir hier in Europa, wie Sebastian schon ankündigt, eine gute Situation. Die Krankenkassen übernehmen viel. Als Erstausstattung, so eine Vergrößerungssoftware kostet zwar nicht so viel wie eine Breitzeile, aber immerhin noch um die 1.000 bis 2.000 Euro als für Windows jetzt eine Lösung. Die sind mittlerweile natürlich mit Features überhäuft. Ob man die mal alle braucht, ist die zweite Frage. Aber das ist letztendlich ein relativ kleiner Spezialmarkt. Da gibt es vielleicht 3 oder 4 produktive Lösungen für Windows, die sich den Markt aufeinander aufteilen und in Europa natürlich ein gutes Geschäft machen, weil, wie gesagt, Erstausstattungen werden übernommen. Aber in Zukunft, erstmal haben wir Windows Vista vor der Tür, da ändert sich alles, was Schnittstellen und so weiter angeht. Dann wird, denke ich, die Krankenkassen Anträge nicht mehr in der Zukunft so einfach durchgehen. Da wird halt schon gespart. Das wird halt schon ein bisschen amerikanisierter werden. Da geht es halt auch darum, einfach aus der Sicht eine Alternative zu haben. Natürlich im Grunde gibt es viele andere Gründe, warum man Linux natürlich einsetzen sollte. Die üblichen bekannten, die ich jetzt nicht alle wiederholen werde. Natürlich auch, wenn man im Beruf Linux einsetzen muss, und als Sehbehinderter in der Situation ist, dann ein Vorstellungsgespräch zu haben. Und ja, was dann wird gefragt, ja, wie arbeiten Sie denn? Wir arbeiten hier mit Linux, mit grafischen Systemen und so weiter. Und dann sagt derjenige, ja, da gibt es leider noch nicht wirklich so die Lösung, was machen wir da? Und da sind mir durchaus Fälle bekannt, die deswegen halt den Job nicht bekommen haben. Insofern ist das einfach auch in der Sicht ein Grund, dass die Entwicklung da weiter fortzuschreiten zu lassen. Warum soll ich den Sehbehinderten genug Schreibschrift Linux einsetzen? Der Entwicklerkosten bei dem Einsatz war jede freie Software oder Hintergrund, was Anwender und Entwickler gleichwertig mitbestimmen. Entscheidungen für Entwicklungen sind nicht formatabhängig, standardisierte Schnittstellen für die Anwendungsentwicklung, flexible Konfiguration. Ja, also neben den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, Linux hat was Accessibility-Unterstützung unter X angeht, standardisierte Schnittstellen, was so unter Windows nicht gibt, ein Vergrößerungsprogramm oder ein Screenreader, wie es unter Windows gibt, läuft mit Internet Explorer unter Windows ziemlich gut. Wenn man Mozilla oder Open Office statt Microsoft Office einsetzen will, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Da hat man unter Linux ganz andere Möglichkeiten. Die Schnittstellen haben eine Bridge zu Java, zu GTK, zukünftig zu Qt und ist man da sehr flexibel. Und insofern hat man da eine bessere Lösung. Neben natürlich der einfachen Konfigurierbarkeit, man kann sich seine Systeme so anpassen, wie man will, ist unter Windows so nicht möglich.
die, wenn man da die Farbschemata ändert, schwarz, weiß auf schwarz, dann ändern sich nicht sämtliche Dialogfelder. Und natürlich Kostenfaktor, wie gesagt, die Programme unter Windows, 2000 Euro. Es ist zurzeit eine Vergrößerungssoftware in Entwicklung, die der Gunnar Schmidt, vielleicht kennt der eine oder andere vom KDE Accessibility Team, ist mit seiner Diplomarbeit dabei, eine Vergrößerungssoftware zu entwickeln. Und wir sind halt, er ist auch, hilft uns beim Linux Test Team, da Projekt damit. Und wir versuchen halt da in alle Richtungen da Fortschritt zu bekommen. Und die technischen Möglichkeiten sind in dem Sinne schon da, auch eine ordentliche Vergrößerungssoftware hinzukriegen, wie man sie unter Windows kennt. Nicht mit allen Schnickschnack-Funktionen, wie man unter Windows hat, aber dass man ordentlich mitarbeiten kann, ist es ja, letztendlich eine Sache, dass es halt ordentlich, letztendlich gut für den Endanwender zugeschnitten werden muss. Und das ist halt keine einfache Arbeit. Moderne Vergrößerungssoftware bietet die Möglichkeit, die Farbe frei zu wählen, Mausgrößerfarbe und Cursor zu bereinigen, bei starker Vergrößerung Texte zu blättern. Ja, also Vergrößerungssoftware ist ja nicht jedem ein Begriff. Wie jetzt schon die interessantesten Funktionen natürlich neben der normalen Vergrößerung sind, denn das muss man sich halt vorstellen, wenn man irgendwie eine 4- oder 6- oder 8-fach Vergrößerung hat, dann sehen die die Fonts nicht wirklich mehr schön aus. Da muss eine Glättung macht da Sinn. Dann, dass der Mauscursor natürlich vergrößert wird. Eine Zentrierung des Mauscursors, wenn der außerhalb des Fokus ist, ist halt für einen Sehbehinderten nicht immer einfach, den Mauscursor zu fokussieren. Da macht Sinn, eine Zentrierung des Mauscursors zu haben und im Grunde flexibel die Farben einzustellen zu können. Ja, die beiden bekanntesten Vergrößerungsprogramme für Linux sind GnomeMac und KMac. GnomeMac ist Teil vom Gnopernicus-Projekt, worauf Sebastian schon eingegangen ist. KMac ist gibt es schon sehr lange unter KDE, ist eine sehr einfache Lupe. Vielleicht kann ich die auch gleich nochmal öffnen am Ende. Die letztendlich mal ein kleines Fenster und wenn man mit der Maus über ein Symbol rüberfährt, wird in diesem Fenster das vergrößert. Man hat dabei mal sozusagen den Nachteil als Sehbehinderter, dass man sozusagen in dem nicht vergrößerten Bereich arbeiten muss, um irgendwo in einer Ecke einen Bereich zu haben, wo was vergrößert wird. Das ist für eine Notlösung ganz nett. Die so modernen Systeme arbeiten da etwas anders, sodass man auch immer im vergrößerten Bereich sozusagen arbeiten kann. Wer hat alles verstanden? Ja, man sollte nicht für Syntaxfehler in seinen Folien einbauen. Gut. Letztendlich auch hier gibt es unter KDE oder allgemein viele Möglichkeiten, Anpassungen zu machen. Da geht es halt darum, erstmal, wenn man keine Vergrößerungssoftware hat, die das übernimmt für einen, muss man darauf angewiesen,
wie ich sie eingestellt habe, in dem System Vergrößerungsanpassungen zu machen mit Schriftgröße, mit Mauscursor, mit die einzelnen Elemente zu vergrößern und dann einen hohen Kontrast zu machen. Ich habe ja hier, wie man sieht, weiß auf schwarz die Farben oder weiß auf blau gewählt. Viele Sehbehinderte arbeiten gerne invertiert. Das heißt, dass die Farben umgekehrt sind und was einfach für ein ruhigeres Bild beim Lesen für viele bietet. Und da gibt es unter KDE Gott sei Dank sehr viel und auch unter GNOME im Kontrollcenter viele Möglichkeiten, Anpassungen zu machen. Ja, also da kann man sagen, es gibt unter Linux, wie gesagt, Vergrößerungsmöglichkeiten. Die Sache ist, leider ist es nicht sehr einheitlich. Es gibt bei manchen Einstellungen Möglichkeit, nur irgendwie bis Schriftgröße nur 18 oder sowas zu gehen. Das ist für viele einfach zu wenig. Aber ab einer gewissen Schriftgröße macht es halt auch keinen Sinn mehr. Da sieht man halt gar nichts mehr. Dann macht es halt Sinn, auch einen guten Mittelwert zu finden. Jetzt ist natürlich auch nochmal ein Unterschied auf dem Laptop oder auf dem Desktop-System. Meistens auf Laptop ist das Bild kleiner. Die Schriften müssen noch mehr vergrößert werden, damit man den gleichen Effekt erzielt. Schriftgröße 48 ist ja schon recht groß. Sonst auch halt Mauscursor macht durchaus Sinn, das bis vierfache Normalgröße anzubieten einer Mauscursor-Vergrößerung. Da gibt es auch unter Linux es gab früher eine Möglichkeit, X-weit, das ohne Probleme einen Mauscursor zu vergrößern. Es war unter X-Free kein Problem, unter X-Org sieht es wieder ein bisschen anders aus. Und das ist halt auch meine Erfahrung, dass es unter KDE die Mauscursor-Vergrößerungsfeatures auch nicht so gut funktionieren, wie man hier sieht. Ein anderes Thema ist, dass einfach im Allgemeinen, was die Einstellungsmöglichkeiten gibt unter KDE, die nicht einheitlich gelöst worden sind. Man kann viele Sachen im Kontrollcenter ändern. Es gibt ein fertiges Theme für hohen Kontrast, was auch vom KDE Accessibility Team entwickelt wurde. Dann hat man aber immer noch nicht eine Konsole zum Beispiel in den einzelnen Farben eingestellt oder der Conqueror auf den Webseiten übernimmt diese Farben auch nicht. Und OpenOffice, was ein ganz anderes Toolkit benutzt, natürlich vielleicht noch, wenn man sozusagen den OpenOffice benutzt, was die KDE QT Bridge hat, dass es dann die Farben zum Teil noch übernimmt, aber auch keine. In wenigen Minuten wird der Gewinner der Fotoausstellung am Wikipedia-Stand bekannt gegeben. Vielen Dank. Wissen wir das auch? So, habe ich noch eine Folie? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, auf welcher Folie sind wir? Das kann ich jetzt leider nicht lesen. Hier, gut. Leider kann ich nicht alles, leider, wie ich schon am Anfang sagte, der nimmt letztendlich den ganzen Textstream und haut den da durch. Da bräuchte man schon so Art Screenreader-Lösungen, die da eine gewisse Struktur dahinter bauen, um nur Teile vorlesen zu lassen. Also dieses KTTS, was hier dahinter steckt, ist da zurzeit noch recht einfach in der Anwendung.
Komme ich jetzt hier um? Ich komme irgendwie nicht weiter, ne? Bin immer noch auf 4, oder? Ja, ich bin ja gerade ein kleines technisches Problem. Moment, bin ich jetzt auf 4. Moment. Ah, okay, gut. Ja, das ist ein bisschen blöd, ja, aber kann es nicht ändern. Moment. Gut, das hatte ich soweit erzählt. Gehen wir gleich eine weiter. Hoffe ich. Ja, also wie ich auch schon gesagt hatte, logisch inkonsistent, das heißt, man findet die Einstellungen nicht immer an der gleichen Stelle. Zum Beispiel in der Konsole gibt es unter Einstellungen Farbschema, kann man dann die Farben ändern. Dann ganz woanders muss man dann die als Standard speichern, damit man beim nächsten Mal das noch weiß. Wenn ich jetzt einen Cade als Editor aufmachen würde, werde ich auch gleich nochmal vorführen, werde ich weiß auf weiß haben, weiße Schrift auf weißem Hintergrund. Ist auch nicht wirklich vorteilhaft zum Lesen. Und da gibt es halt noch an einer anderen Ecke ein paar Nachteile, wo noch gewisse Inkonsistenzen vorhanden sind. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, gibt es auch unter Linux eine Möglichkeit, Vergrößerungssoftware letztendlich mit zwar rudimentären Funktionen, aber schon so, dass man ordentlich mitarbeiten kann, zu konfigurieren. Leider habe ich das auf dem Laptop hier nicht zum Laufen bekommen. Es gibt da eine How-To, wie ich auch erwähnt hatte, von Herrn Kraft. Ich glaube, der ist bei Sun, ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Die wir nachher noch unser... Oder ich werde nachher noch mal ein paar Links sagen, beziehungsweise von unserer Projektseite, wo man den ja auch dann runterladen kann. Letztendlich muss man da im Xorg-Conf einige Sachen konfigurieren und bekommt dann mit Hilfe von Gnomec kann man eine Vollbildvergrößerung einstellen und bekommen. Die ist leider noch sehr instabil. Und auch funktioniert, ja, vielleicht funktioniert es vielleicht für eine Viertelstunde und dann stürzt alles ab und läuft auch nur auf sehr schnellen Systemen gut. Insofern auch hier zur Demonstration sehr suboptimal. Aber da gibt es durchaus Entwicklungen, die da voranschreiten. Ja, hier habe ich noch mal kurz aufgezählt, wo man die einzelnen Einstellungen findet. Das ist halt einfach, da sieht man halt einfach noch mal, wenn man jetzt einfach ganz das System überhaupt nicht kennt, dann muss man sich halt da schon durchfummeln, erstmal um die ganzen Einstellungen zu finden. Und hinzu kommt, dass wenn man KDE nackt neu installiert, zum Beispiel, dass man natürlich erstmal alles ganz klein hat und dann Blindflug im Zweifel
erstmal selber irgendwie sich die Einstellung raussuchen muss. Ah ja, genau. Halt. So. Jetzt sieht man ja auch, dass man die Sprachausgabe nicht abbrechen kann. Ja, also ich habe mich ja mal vorgestellt, ja, im Großen und Ganzen vorgestellt, was so für Sehbehinderte möglich ist. Ich kann ja mal kurz den Kate öffnen, hoffe. Man sieht, glaube ich, nicht wirklich viel. Wenn ich das markiere, sieht man, dass da was ist. Ja, so kann man sich halt vorstellen, was noch zu tun ist. Andererseits, was man ja noch sagen muss, ist, man kann sogenannte virtuelle Auflösungen konfigurieren, die auf normalen Desktop-Systemen kein Problem ist. Dass der sichtbare Bereich wird dadurch größer. So, hier laufen viele Elemente aus den Fenstern raus. Wenn ich ein K-Control aufmache, dann sieht das alles ziemlich wie Kraut und Rüben aus zum Teil. Wenn man sich vorstellt, dass einfach der sichtbare Bereich größer ist, dann kann man da auch wieder was erkennen. Das ist leider mit einem Laptop-Bildschirm, zumindest mit meinem Laptop, nicht möglich, das einzustellen. Und da gibt es halt gewisse Nachteile beim Laptop. Insofern sind da auch nochmal gewisse Unterschiede. Und da bringt natürlich eine Vergrößerungssoftware was, wo man einfach diese einzelnen Einstellungen nicht machen muss, die einfach sozusagen diese gesamte Vergrößerung für einen übernimmt, wo man so in normalen Systemen vergrößern lassen kann, Schriftgrößen und so weiter, und die Software übernimmt für einen die Einstellungen. So, die Leute werden schon unruhig, ich werde jetzt mal langsam zum Schluss kommen. Gut. Soweit bin ich auch durch. Ich denke, wenn es jetzt noch Fragen gibt, ist jetzt noch Zeit zum Fragen. Ich denke, es ist einiges zusammengekommen, für viele einiges Neues, denke ich. Und ja, auf geht's. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Was wäre, fände ich denn der bessere Weg, Screenreader oder das Betriebssystem Schriftarten alle vergrößern? Also grundsätzlich ist die flexible Lösung, eine Vergrößerungssoftware zu haben, wo man nicht sozusagen die einzelnen Sachen vergrößern muss im System, sondern die Software übernimmt für einen die Vergrößerung. Man muss sich halt dann vorstellen, dass er dann auch eine Vollbildvergrößerung sich vorstellen kann. Letztendlich legt der, man ist sozusagen unter Linux dann mit einem zweiten Buffer gelöst, Grafikbuffer, der dann letztendlich den gesamten Bildschirm einfach vergrößert und die Farben zum Beispiel einfach invertiert. Das heißt, wenn da irgendwie normal schwarz auf weiß die Farben eingestellt sind, dann invertiert man, dann hat man weiß auf schwarz, das ist für viele schon eine Hilfe, da muss man nicht erst die einzelnen Sachen vergrößern. Screenreader ist in dem Zusammenhang eher noch eine blindentechnische Geschichte. Also bei Screenreader geht es ja wirklich darum, das an eine Sprachausgabe oder eine Braillezeile zu schicken. Viele sehen wir dann arbeiten durchaus mit Sprachausgaben, insofern, wie ich auch gerade vorgeführt habe. Insofern ist da eine Kombination sinnvoll. Ja. Ich hatte jetzt eben so, nach dem, was du auch über den Beamer dann hinprojiziert hast, so den Eindruck, dass das mit dem Schriftartvergrößern noch an vielen Ecken hakt und klemmt. Also so, dass es ständig aus den Fenstern rausläuft, also so fixe Fensterbreiten oder ja. Zeilenhöhen, dass ständig Zeug abgeschnitten wird, oder jetzt da mit den Icons, wo dann irgendwie gerade ein paar Buchstaben in das Beschriftungsfeld passen. Ja. Also dass dieses ganze Zeug nicht mitskaliert. Habe ich so den Eindruck, das wären wahrscheinlich 175.000 Stellen irgendwo in dem Code, der das alles spezifiziert,
wo sich noch keiner dran gemacht hat, es anzufassen und wo ich auch vermute, das will sich wahrscheinlich auch so bald niemand vornehmen. Hat jetzt eben so die Idee, warum geht man nicht her und sagt, gut, man sagt dem System erstmal, mein Bildschirm ist nur halb so groß, und also halb so breit und halb so hoch, tob dich da mal aus mit deinen normalen Schriftgrößen und als sozusagen letzten Schritt vor der Darstellung zieht man das dann groß und erwischt dann auch alles. Ja. Gut, es gibt, wie ich sagte, diese virtuelle Auflösung, die dazu führt, dass der Arbeitsbereich einfach größer wird. Dadurch skaliert sich das halt noch, durch die Skalierung wird nicht so viel abgeschnitten, das ist eine Notlösung letztendlich. Aber du hast schon recht, da ist eine sinnvolle Lösung nicht so ganz einfach. Und die sauberste Lösung wäre, wie gesagt, eine Vergrößerungssoftware an sich, wo man im System selber gar nicht groß Anpassungen macht, sondern die das für einen übernimmt. Und wenn man die halt nicht hat, dann ja, gibt es halt so Effekte, dass es halt vielleicht Menüpunkte nur zum Teil zu sehen sind und so weiter. Ja, letzte Frage hier noch. Also ich frage nochmal für meinen Großvater, und zwar, ich mache jetzt, wie du uns vorgestellt hast, den KDE-Desktop drauf und die Einstellung, die du gezeigt hast, und das dann aber auch schon alles wieder, ne? Was man so machen kann. Was würdest du denn gerne noch haben? Ja, ich wollte fragen, ob ich da was vergessen habe. Also die Sprachausgabe kann man noch installieren, die ist da auch vorgeführt. Genau, ja. Aber du hast ja teilweise auch gezeigt, dass es teilweise, es an einigen Ecken und Enden unbefriedigend ist. Also wenn man mit X arbeiten will, wie gesagt, ich habe ein paar Sachen ja nicht komplett vorführen können. So eine Vorbildvergrößerung über dieses vom GNOME Mac ist durchaus noch eine Lösung. Wir können auch mal im Anschluss des Vortrags nochmal reden, wenn es da Interesse gibt. Da gibt es auch, wie gesagt, ein How-To über die Webseite, unsere Webseite von unserem Projekt www.linaccess.org. Steht sie auch drauf und wird auch demnächst nochmal abgedatet. Und kannst auch gerne mit uns in E-Mail-Kontakt treten. Und ich denke, da gibt es auch gerade was im Sehbehindertenbereich, aber auch im Blindenbereich, teilweise immer sehr individuelle Lösungen, die für einen optimal sind. Insofern ist da vielleicht ein Einzelgespräch sozusagen, oder dass wir da halt nochmal einzeln drüber sprechen, halt nochmal eine beste Lösung. Ja, so viel dazu. Leider ist die Zeit um. Ich denke mal, beide werden noch zur Verfügung stehen, hier gleich draußen vor der Tür für Fragen. Bitte kommt mit euren Fragen zu uns und vielen Dank, Sebastian und Lars.